Kapitel 5 Die Beute der Raben. Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich in Hugos Blut. Aber... was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Die Mutter war also eine Alchemistin. Wach auf! Komm, Hugo. Ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ombrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Folge dem Aquädukt. Ich dachte, er hätte noch nie Frösche gesehen. Och, süß. Hey, komm zurück! Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, aber er sollte näher bei uns bleiben. Oh, da liegt was. Eine Schriftrolle? Nee, Leder. Wo willst du hin? Hugo! Ups, wo ist er hin? Rennen kann ich auch nicht. So schlimm kann es nicht sein. Wo ist er denn schon wieder? Okay. Hey, seht mal, ich bin ein Ritter. Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Der lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Spielverderberin. Los, weiter. Riechst du das? Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Oh, ich habe so eine Vorahnung. Aber hier sieht aus, als könnte man nochmal hoch. Wenn ich rennen könnte, ne? Kommt er hinterher? Ich kriege eine Benachrichtigung. Ne, hier kann man nicht weiter. Es sieht echt so aus, ne? Ich guck mich noch mal ein bisschen um.
Ich habe das Gefühl, dass ich viel nicht looten konnte, weil ich vieles mir einfach nicht angeguckt habe. Das wäre doch ärgerlich. Noch mehr Schwefel. Ah, kann ich noch mehr davon machen? Dann kann ich auch noch mehr Schwefel mitnehmen. Oh, der Baum sieht aber schön aus da. Wir looten, komm ruhig rüber. Super. Wildrosen oder? Oder was sind das für Blümchen? Sie sind so hübsch. Wie heißen die nochmal? Gladiolen. Ach, Gladiolen. Ja, natürlich. Gefallen sie dir nicht? Ist kein gutes Zeichen. Hugo, das sind Blumen. Mhm. Gleich fahren wir das Schild gerade, ne? Ja, schauen wir uns doch mal an, was die Gladiole so sagt. Hugos Herbarium. Gladiole, eine in Gärten und auf Feldern häufig anzutreffende Pflanze, von der einige Unterarten giftig sind. Trotzdem fand eine von ihnen in Gerichten und Heilmitteln Verwendung, da die Form ihrer Blätter an ein römisches Schwert, den Gladius, erinnert, stand sie im Römischen Reich für Stärke und Heldenmut und war daher die Blume der Helden und Gladiatoren. Na, ob es gleich einen Kampf gibt? Es stinkt, haben sie gesagt. Da lag ein Schild von einem Engländer. Oh, eine Truhe. Mit Pfeilen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Das ist seltsam. Was ist das? Boah, das stinkt. Es kommt von da drüben. Amicia, Lukas, komm schnell her. Der Baum hat bestimmt eine Quest für mich, dachte ich. Wird so angeleuchtet. Die Landschaft sieht so speziell hier aus. Oh mein Gott. Sind sie alle tot? Wir können nicht weiter. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Überquere das Schlachtfeld. Boah. Heftig. Das ist heftig. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo. Ja. Wir haben keine Wahl. Oh, es sind nur Pixel. Ob wir ihn wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Ja, da sind überall Raben. So. Oh. Wir sollten nicht hier sein. Oh, dieser Gestank. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Hier, Todesvögel. Sehr intelligente Todesvögel. Ich möchte gar nicht so viel durch die Gegend laufen hier. Aber verpassen möchte ich auch nichts. Oh. Die überrennen uns doch bald.
Lukas? Ich weiß es nicht. Nee, das ist schon tot. Da kommen gleich Ratten raus. 100 pro. Oh, krass. Ja. Oh nein, die Ratten! Bleib weg von ihnen! Amicia, sie sind überall! Hunderte nein. Von ihnen! Nein, die sind nicht das überall. Nicht wahr sein. Ich habe nicht hingeguckt, aber es war so klar. Uff. Ich hab's für euch zensiert, sorry. Nee, ihr bleibt schön da, wo ihr seid. Okay, also die Ratten mag ich tatsächlich ein bisschen lieber als das Schlachtfeld. Da drüben sind Leute. Wir haben das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich warum macht man sowas denn? Genau wie wir. Wo waren die denn genau? What? Und nun? Alles klar. Nein. Puh, ist echt. So kommen wir hier nicht durch. Wir brauchen Feuer. Amicia, da unten liegen Holzstöcke herum, aber die Ratten sind überall. Ja. Wahrscheinlich erst anzünden. Kann ich hier irgendwas anzünden? Ja. Und dann Kannst wird hier geschleudert ja, im großen Stil. Drücke wiederholt Dreieck. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Ich find's auch richtig hart, Dreieck zu drücken. Nehmen. Hugo, hör zu, du musst das erledigen. Ja. Sei vorsichtig. Ja, ich hab's geschafft. Komm zurück. Jetzt komm zurück. Schneller. Also zwei Stöcke hätten dir ja auch nicht wehgetan. Au, meine Arme. Sie sind wie gelähmt. Danke, Hugo. Gut gemacht, ihr beiden. Okay, jetzt muss ich mir gut überlegen, wohin wir wollen. Und wahrscheinlich bis zur nächsten Laterne. Weil da kann ich auch nichts anzünden. Aber was dann? Ich gehe mal einfach. Das wird schon gut gehen. X. Weg da. Dr. Jens Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Als ob er hier... Alles klar. Er kommt. Was ist das? Oh nein. Oh Gott. Das ist furchtbar. Ja, aber es stimmt. Funktioniert. Ich wollte gerade sagen, als ob er bei dem Gewusel hier hören würde, dass hier Kinder lang gehen. Und wer hält hier überhaupt Wache? Das ist ja unwürdig. Hier viele Ratten. Die sitzen fest. Geh mal aus der Schussbahn.
Das war knapp. Warum rennst du denn mir hier vors Schwefelgedöns? Was ist das? Das Licht. Das hilft auch nur bedingt. In den Turm. Da ist Licht. Ah, I see, I see. Lukas, komm mal hier rüber. Dafür brauche ich nur einen normalen Stein. Lauf mir nicht hier schon wieder in die Schussbahn. Okay. Zack. Das passiert dann. Schussbahn und so. Nicht cool, nicht cool. Langfinger. Ach so, die anderen. Ohne Werkbank. Kann ich schon was Neues herstellen? Das wäre ganz schön. Eine größere Munitionstasche. Ja, machen wir. Bietet Platz für bis zu 10 Geschosse einer Art. Das sollte mir die Sache erleichtern. Das konnte ich vorhin einmal machen, ne? Habe ich aber nicht. Bietet Platz für 16 Materialchen. Ja, okay. Da kann ich mehr Steine einsammeln. Wenn ich mehr Steine habe, dann kann ich auch mehr Schwefel... Oh, ich habe noch 2 Alkohol. Ich hoffe, ich finde gleich noch mehr. Ah, okay. Komm, hoch mit dir. Gut. Ein Briefchen. Nein, schon wieder nur Stoff und Seil und Salpeter. Und ein Tontopf. Warum? Wo sollen wir lang gehen? Sie sind überall. Gut, dann gucken wir erstmal, wo wir lang gehen. Also zu dem Wagen, den ich schon mal angezündet habe, am besten. Aber wie? Ach, mit dem Stock. Folge mir. Unverzüglich. Mit der kleinen Fackel. Hugo, kommst du? Oh. Werkzeug, sehr schön. Moment, dann gucke ich erstmal nochmal. Bänder. Verringert die Zeit, in der Amicia ihre Schleuder hervorholt und lädt. Stark, das brauche ich dringend. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Das finde ich richtig gut sogar. Wird noch richtig zum Profi. Kss, geht weg da. Tontopf kann ich trotzdem nur einen tragen. Wofür brauche ich den denn? Ach, für den Typen da vorne. Wohin wollen wir denn? Ach, da ist auch noch einer. Oha. Und dann? Ja, auf geht's. Ich helfe mit. Pass auf, verbrennt. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Ah, ich weiß. Lass mal los. Ich kann jetzt ja schneller die Schleuder ziehen. Das heißt, ich mache auf mich aufmerksam. Und dann ziehe ich die Schleuder. Dann ziehe ich die Schleuder. Puh, krass. Kannst du mal woanders hingucken, Hugo? Danke. Hätte ich vorher aufheben müssen. Hätte ich machen sollen, ja. Nun denn. Ziehen wir.
Was ist da oben? Hat er nicht gehört. X. Lukas, du stehst im Weg. Geh weg da. Nee, ich würde wirklich gerne gucken, was da oben noch ist. Da blinkt's auch so schön. Ohne gefressen zu werden am liebsten. Gut, das war's mit meinen Tontöpfen. Hilf mir beim Schieben! Ja, gewiss! Machen wir mal ein Selbstmordkommando hier. Loslassen. Schleuder ziehen. Schleuder ziehen. Kann ich nicht. Ah, es war so klar. Habe ich noch einen? Oh, ich habe sogar noch einen. Beim Schieben. Unverzüglich. Unverzüglich. So, nicht zu nah dran, damit er... Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Ich lass mal hier los. Hat ihn einfach nicht interessiert. Kann ich ihn von hier? Ah. Und tot. Easy. Hilfst du mir beim Schieben? Ja, gut. Frag mich, wozu ich da? Nur für die Truhe. Naja. Oh, da ist was. Eine Sichel. Eine Sichel. Dieses Werkzeug, mit dem normalerweise Weizenkörner ausgedroschen werden, wird hier als improvisierte Waffe verwendet. Da die meisten Soldaten zum einfachen Volk gehören und zwangsrekrutiert wurden, hatten nur wenige von ihnen eine Soldatenausbildung oder Ausrüstung. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie in Lumpen gekleidet mit einem einfachen Messer in der Hand kämpften. Tja, und als Dank liegen sie ja alle. Oh, ne, ran geht nicht. Nur dafür bin ich jetzt hier hingekommen. Komm und hilf mir! Ja, gewiss! Ja, gewiss. Dieser Lukas ist so höflich. Das gefällt mir sehr gut. Das ist ein guter Einfluss für den kleinen Hugo. Aber wofür... Habe ich da unten noch die Stöckchen? Na komm, bergab ist ein bisschen leichter. Uah. Oh, ich habe die Burganlage im Hintergrund noch gar nicht richtig gesehen. Wow. Das Problem ist, wenn ich mich umgucke, muss ich stehen bleiben dafür. Dann dreht sich auch direkt das Gerät hier. Wow.
Räder stecken im Schlamm fest. Wir müssen ihn stehen lassen. Kommt mit. Was zur Hölle machst du denn? Halt ihn fest! Was? Ist ja widerlich. Komm schon, ich will bloß an seine Zähne ran. Ich komm hier nicht vorbei. Was? Die Ratten fressen den doch sowieso. Ja, hast wohl recht. Von wo kommen die denn jetzt? Ach Mist, bewegt sich kein Stück. Soll ich's mal versuchen? Von rechts nicht unten. So, wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Sch, wir finden eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Hä, wie soll ich denn das machen? Diese verfluchten Drecksviecher. Wo ist denn der zweite? Ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Da sind drei Stück. Okay, das müssen wir jetzt einmal kurz abchecken hier. Der geht hier so im Kreis. Und was soll ich mit der Fackel machen? Soll ich die abschießen? Und dann? Bleibt hier. Ich warte auf dich. Hier gut eingekesselt. Ah, von hier. Okay, kein Auto-Aim. Abschießen soll ich sie nicht. Ich guck mir mal die Leute hier vorne an. Die haben keine Helme auf. Und ist da irgendwas Metallisches? Also es ist viel Metallisches, aber nichts, mit dem ich interagieren kann. Ach, endlich! Verdammt! Und dafür die ganze Mühe? Geht jetzt zurück? Ich stecke fest. Hm, muss ich mir noch überlegen. Schneller, 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 schneller. Jetzt hier hin? Nee. Los, los, ich komme. Können wir uns wieder ducken, bitte? Nein? Okay. Oh, er guckt jetzt auch nur noch in die Richtung da vorne. Loot, loot, loot. Und hoch mit dir. Da hoch. Na gut, kein Mucks. Genau, kein Mucks ist gut. Kein Mucks ist ein guter Mucks. Bah. Ich wette, wir treffen nachher nochmal auf die Plünderer. Ugh, die haben da Schießübungen gemacht. Ugh. Okay, hier gibt es noch mehr Steine. Achso, die sind hinter dem Geröll hier. Wir haben ja Stöcke im Bauch. Ja, zieh genau. Nicht hin. Versuch alles, um dich herum zu ignorieren, Hugo. Stöcke im Bauch. Leute, helft mir! Amicia, da drüben ist jemand. Oh nein. Na gut, dann gehen wir mal helfen. Nein, da, schnell. Und mich heraus. Hey. Amicia! Sie werden von ihnen angezogen. Von wem? Warum dauert das so lange? Holt die Sicher hier weg! Los! Ich kann gar nichts machen. Ach doch, ich kann wohl was machen. Amicia, aber die Musik ist so, Falle. Als dürfte ich helfen. Wir müssen weiter. Das wurde aber auch Zeit. Oh nein! Tut mir leid, aber wir müssen hier raus. Amicia! Lass mich nicht... Oh Gott. Hier ist
hier entlang. Komm. Oh, ich hätte helfen können. Ich hätte das da anzünden können. Oder? Oh Gott, es tut mir leid, aber du hättest uns auch verraten. Oh Mann, ich gehe einfach weiter. Oh nein, die Fackel. Wir müssen ohne sie weiter, Amicia. Es hat sich jetzt ja gelohnt. Oh, ich habe die Ratten direkt zu ihm gedrängt. Oh, da ist direkt wieder einer. Da, ein Soldat. Er ja. Versperrt uns den Weg. Ja. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt. Hört auf, so viel zu quatschen. Keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Was? Was habe ich? Von wem gibst du das? Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen, du musst es vermischen. Somnum. Somnum. Eliminiert Gegner ohne Geräusche zu verursachen. Okay, so wie der Schlaf. I see, I see. Etwa so? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Gut, ich hoffe, du weißt, was du tust. Somnum lässt Gegner endgültig einschlafen. Nähere dich unbemerkt einem Gegner von hinten und drücke Dreieck, sobald das Symbol angezeigt wird, um es zu verwenden. Wartet hier und psst. Gut, sei vorsichtig. Schläft er? Ja, schlaf wie schlaf. Für eine Weile. Danke. Das wird uns das Leben retten. Okay. Somnum. Eine Maschine. Die sieht ein wenig anders aus. Du kannst deine Gefährten bitten, mit bestimmten Objekten zu interagieren, wenn du oben drückst, sobald ein Symbol angezeigt wird. Ein Tontopf. Steinchen. Schwefel und Stoff. Und eine Deluxe-Schleuder. Ich glaube, da drüben ist Holz. Aber das wird nicht leicht. Wir müssen es versuchen. Okay. Wir brauchen Feuer, um da durchzukommen. Was mit dem Tontopf? Warum liegt er da? Wofür? Ich versuche mal, das da drüben erstmal anzuzünden. Wofür auch immer, aber es brennt jetzt. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Warum konnte ich das nicht selber machen jetzt? Ah, das kann ich auch anmachen. Ich lasse los. Achtung! Das ist ein Schwert, was glitzert, ne? Wow. Wow, 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 wow. Weg, geht da weg, geht da weg. Nee, nein. Warum ist er denn nicht mitgekommen? Gut, dann nochmal ohne zu sterben. Wir looten. Dann wird es da drüben angezündet. Dann wird es da hinten angezündet. Und dann machst du hier Party. Ich versuch's. Und wir rennen hier rüber. Ich lasse los. Achtung!
Auf die Plätze, fertig. Los. Blut. Du holst den Ästchen. Los, Hugo, genauso. Klasse. Ups, vergessen. Denkst du, du kriegst das hin? Ja. Lukas, Fackel an, los. Und los. Super. Okay, und ich zünde es diesmal hier vorne an. Ich will wirklich gern wissen, was es mit dem Schwert da auf sich hat. Genau, leg mal deine Hand auf meine Schulter. Weg da, weg da, weg da, ich komme. Gibt's kein Stückchen mehr? Doch. Cool. Ein Geschenk. Ob uns das hier weiterhilft? Das ist ein Entfernungsmesser. Wofür? Den Krieg? Damit kann man den Schusswinkel bestimmen. Total unnütz. Nein, gar nicht. Ich zeig's dir später. Ein Jakobsschwert. Ein Jakobsstab. So. Dieses sowohl für die Astronomie als auch die Kriegskunst äußerst nützliche Instrument fand im frühen 13. Jahrhundert eine große Verbreitung, da man mit ihm präzise Messungen vornehmen kann. Wird es zum Berechnen von Winkeln und Entfernungen und vor allem zum Kalibrieren von Belagerungswaffen verwendet. Unter Zuhilfenahme eines Kompasses können Angreifer mit diesem Instrument die Kontrolle über das Schlachtfeld gewinnen und sich einen erheblichen strategischen Vorteil verschaffen. Okay. Weiter geht's. Kss, kss, kss. Geht weg, geht weg. Die Ratte hat da so rumgebackt, ne? Gut. Dann holen wir jetzt ein neues Stöckchen. Wird gemacht. Gut, dass ich drüben war. Ich weiß, es wird noch wichtig. Auf die Plätze. Hugo. Fertig. Hol Stöckchen. Hast du das? Fein. Los, Hugo. Genauso. Braver Junge. Nochmal Kannst bitte. Du das übernehmen? Ich fühle mich jetzt die letzte Stunde über nichts anderes gemacht, als dieses Ding hier zu bedienen. Und los. Haarscharf. Gut, und wohin möchte ich jetzt? Den Fackeln hinterher wahrscheinlich. Ich kann hier nichts sehen. Ich hoffe mal, dass links nichts ist. Lukas, kommst du auch mit? Wahrscheinlich. Kss, 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 kss. Ihr habt's geschafft. Da können wir uns bei Hugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich ist auch. So, ist so, mal ist los, so. Gehen wir. Okay, da wären die Stöckchen gewesen. Hier ist sonst aber auch nichts weiter. Das Gebäude steht in Flammen. Ach, das ist ein Geschützturm. Natürlich. Und eine Werkbank.
Und nun. Oh, ich kann die nochmal die Schleuder verbessern. Lautlos schießen kann ich jetzt. Nehmen wir doch mit. Nicht genug Material. Ach so, kann ich doch nicht machen. Was fehlt mir denn für die Nachladedauer? Leder und Werkzeuge und Alkohol. Schade. Stoff und Werkzeug. Alkohol, Leder, Werkzeug. Stoff, Salpeter und Werkzeug. Schade. Nicht genug gelootet, würde ich sagen. Oder zu viel gebastelt. Apropos zu viel basteln. wo geht's denn weiter? Hier kann ich nicht lang. Doch, da kann ich lang. Was soll das denn? Was soll das denn? Die Animation ist zu langsam. Ich war nicht schuld. Wo bin ich? Hier. Alles klar, also. Loot, loot, loot. Nichts bauen können. Einmal dies nachbauen, einmal... Ah, ich habe zwei noch, das reicht erstmal. Geht weg. Pfui, pfui, pfui. Ich mach noch ein drittes, nur so. Aus Spaß. Okay. Oh, die verschwinden auch richtig. Und hepp. Nichts anders gemacht. Oh, krass. Gehen wir unten durch. Wir müssen nicht ängstlich sein. Ja, klar. Der Wagen wäre jetzt hilfreich. Okay. Die Karren ist mit einer Kette festgemacht. Macht euch bereit. Wir müssen im Licht bleiben. Ah, okay. Das heißt, wir müssen rennen. Wir schieben gar nicht. Wozu sind immer die Tontöpfe? Ach, das ist gar kein Tontopf, das sind Steine. Das haben sie schon relativ leicht gemacht. Steine sind immer überall. Wir halten ihn nicht auf? Nein, lauf! Das gefällt mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. Gut. Boah, sind die auch laut, die Ratten, ne? Gut, es hat funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich wollte das hier aufnehmen, das Seil. Schnüre. Ah, das da oben kann ich abschießen. Ah, das ist doch die Lösung. Ich leg mal den Stock ab. Mal schauen, ob ich so weit überhaupt... Hey. Aber sie brennen! Boah, krass. Deswegen hat er es gerade auch angemerkt, dass da Leichen liegen. Kann ich das nicht mitnehmen? Habe ich schon mitgenommen. Ah!
Au, sagt sie. Okay, hier ist nochmal Stöckchen. Kann ich denn klettern mit so einem Stöckchen an, oder? Ich helfe dir hoch. Ich kann nicht. Oh nein. Amicia, ich fühle mich nicht gut. Oh nein. Was ist denn? Mein Kopf. Die Makula. Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo? Hugo, denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Okay, aber wofür? Ach, falls ich zurück möchte. Oder gibt es hier noch irgendwas? Also das sieht aus wie eine Alpha-Wall hier. Mit den Leichen. Oder? Ja, ich gehe weiter. Sind hier Gegner? Musik ist so dramatisch. Da oben. Ach, die sammeln Leichen ein. Viel Erfolg. Da oben auch. Lukas. Das sind ganz schön viele. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Anständiges Begräbnis? Gaien gehört uns. Oder bleiben die jetzt da? Dann brauche ich den Topf nicht werfen. Da ist auch noch einer. Okay. Dann da links hoch, ohne dass der mich bemerkt. Ach, der kann geräuschlos einschlafen. Aber dann habe ich keinen Alkohol mehr. Bleibt hier. Kein Mucks. Nun gut, pass auf dich auf. Was ist denn das? Gar nichts ist das. Der Weg ist frei. Gehen wir. Kein Ton. Hab verstanden. Achso, ich hätte ihn auch ablenken können hier. Ladida. Ich hoffe, ich brauche nicht nochmal so einen Schlaftrunk. Ich habe nämlich keine Materialien mehr dafür jetzt. Ich bin so müde. Ja. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na, endlich. Weiter. Langsam. Ja. Wo kommt ihr denn her? Was? Seid ihr allein? Achtung. Sag schon, Drecksack. Das ist meine Schwester, Bastard. Jetzt lasst uns gehen. Ihr werdet uns auch nie wiedersehen. Versprochen. Hat es nicht Plünderer? Da, wo ich herkomme, werden Plünderer auf der Stelle hingerichtet. Was sollen wir tun? Zu riskant. Hier lang. Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! Soldaten, hier gibt es Schwierigkeiten. Lass uns abhauen. Folgen wir ihnen. Folgen wir ihnen. Und schon sind wir zu fünf, eine richtige Bande. Aua, über ein Schwert gestolpert, aua. Was jetzt? Na,
Oh.